Ja, willkommen zurück zu einer neuen YouTube-Folge. Und zwar, ich hatte noch eine Idee. Nachdem ich offscreen hier die Rampe ein bisschen fertig gebaut habe, ein bisschen innen drin angefangen habe zu dekorieren, schon mal im Vorlauf, da habe ich auch überlegt, du hast hier oben einen riesen Platz. Ja, und da habe ich mich entschlossen, aus dem könnte man ein schönes Flugdeck machen. Indem man hier schönes Geländerchen drumherum baut. Hat man doch hier oben Platz für ein größeres Raumschiff. Beziehungsweise so ein großes Raumschiff. Oder was heißt groß? Schon ein großes Raumschiff, aber halt etwas kleineres sozusagen. Ja. Und da machen wir uns gleich mal ans Werk und bauen hier schön unter Nachtsichtbrille. Ja, einfach mal einen Zaun drumherum. Hier könnte man das sogar größer bauen, aber das schließt an. Ja, das können wir machen. Ja, da können wir einen Zaun drumherum bauen. Und da hätten wir hier, können wir hier noch theoretisch jeweils einen Landeplatz bauen. Zumindest hier oben. So, hier lassen wir quasi für Tor. Kommt in die Ecke rein. Weil hier auch hin und her laufen kann. Hier kommt eine Kräuterstrecke. So. Geht ja relativ schnell. Da ist die Fläche nämlich auch sinnvoll genutzt. Dann sieht nicht so karg aus. Mal einen schönen großen Landeplatz. So, jetzt sind wir schon durch. Aber man müsste das jetzt halt noch ein bisschen hier mit der Textur bis heute bearbeiten. Was haben wir da hier jetzt? Das hier. Ah, das Geld für Bunkerdach. Wenn wir das noch anmalen. Bisschen tarnmäßig. Aber sieht besser aus. Der Reparaturblock habe ich jetzt mal unten drin gelassen. Den kann man sich dann ja umbauen, wie man will. So, jetzt besprühen wir den ganzen Käse noch ein bisschen tarnmäßig an. Obwohl, warte mal, wir sind ja im Schnee, da brauchen wir gar keinen. Da wäre ein grüner Tarnanstrich völlig verblödsinn. Schön weiß machen. Oh,
Schnee sind. Jetzt wieder Korne lackieren. Muss ich doch noch mal mit der anderen drüber gehen dann. Hab ich was vergessen? So, ja gut. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch nochmal machen. Ja, das kommt von der Debug, vom Debug-Bohrer dann halt. Deswegen ist es nicht immer klug, den zu nutzen. Beim Ausheilen. Habe ich aber gepennt. So, die Mauer mache ich anders. Das weiß ich nicht, ob ich die Nase mache. Oder das Dach mache ich weiß. Hier ist wieder ein bisschen grün drin. Wenn man es genau nimmt, könnte man hier hinten auch noch einen Landeplatz draus machen. Was ist der Eiger? Was Kleines aber nicht. Ja. Die Schiffe werden wir jetzt nicht haben. So ist es. Warte mal, was ich mir das ganz weiß machen. Müsste man jetzt eigentlich ein paar grüne Flecken mitmachen? Sieht bald getrunter aus mit dem Weiß. Die Farbe. Das will aus irgendeinem Grund hier. Ach, das hat ihn erwischt. Das hier auch nicht. Aber das ist jetzt nicht so wild. Das kann sein, weil das wieder großer Punkt ist, dass er das nicht macht. Ne, das geht aber nicht. So. Jetzt muss ich erst wieder Dings, ne, da haben wir ja insgesamt eine relativ schöne Base schon mal. So. Den God-Mode schalte ich jetzt mal aus. Den brauchen wir ja nicht mehr. Ich habe ja schon ein paar Lampen reingezimmert auf Screen. Jetzt kommt halt die schwierigste von allen. Ich muss jetzt natürlich noch Feinheiten. Fußboden zum Beispiel.
das immer der, nämlich Modell als Werkstattfußboden. Oder als Hangarfußboden, je nachdem. Großflächig. So. Ach, für meine habe ich noch Fehler gemacht. Also die Wände sind also fertig. So. Relativ schnell. Aber ich werde ja nicht jeden Hangar jetzt ausbauen in der Folge, weil also eigentlich immer wieder das gleiche dann. Dass wir wieder eine Gestaltungs- und Baufolge drin haben. Weil unsere Erkundungsfolgen, ja, wisst ihr ja, warum. Gut. Jetzt sieht es halbwegs wieder normal aus. Jetzt brauche ich eine Steinwand. So, der zeigt auf das Ding. Was ich Blödsinn finde, dass man immer diese Holzfußböden machen kann, wenn man Beton baut. Es geht nur noch ab Metall jetzt. Oh, das war Blödsinn. Das war ein klassischer Fail. Da waren noch die Kurseoptionen drin. Kann sein, dass wir noch ein paar Lampen mehr rein müssen. Aber umso mehr Lampen, desto mehr Performance und umso mehr Energie verbraucht ihr auf die Base. Deswegen halte ich die Lampen gerne ein bisschen begrenzt. Ansonsten macht das doch noch relativ gut soliden Eindruck. Ich meine, Fusch wieder aus korrigieren. Stimmt's auch, da fangen wir gleich mal hier an. Zeig das mal bitte von draußen, das ist natürlich. Machen wir es lieber so. Können wir eigentlich nur runter? Aber das sieht nicht schlecht aus. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So. Ja, wieder was gepackt. Jetzt brauche ich meine Texturen wieder und ja. Und jetzt wird es ja immer wieder das Gleiche dann. So, aber ansonsten sieht das eigentlich nicht schlecht aus.
Ja, wir wollten ja mal gucken, was die Größenklasse sagt. Mittlerweile. Wollte man ja gucken. Die habe ich schon gepfuscht. Machen wir gleich, wenn ich die Wand fertig habe. Wenn es so einfach Wände streichen wäre. So, okay. Irgendwo habe ich gefuscht, sehe ich gerade. Das ist Murks. Oh, sind fertig. Nicht schlecht, okay. Müssen wir bald wieder einen Basisrundgang machen. Hin geht's dann. Ja, jetzt müssen wir mal machen. Machen wir wieder mal einen Basisrundgang. Müssen noch ein Schild dann ran. Ja, ist ganz schön gewachsen, die Base. Größenklassen gucken. Drücken wir doch mal P. Wir haben jetzt, ja, Masse 87,0. Die kann ich dann gleich mal speichern. Mache ich auch von außen. Oder ich speichere die jetzt mal jetzt. Ne, das mache ich später. So, wir gucken erstmal in die Statistiken. Wir haben, Größenklasse 18 sind wir mittlerweile. Freischaltlevel 20. Ja, die ist, wenn man das mal sieht, die hat schon ganz beachtliche Ausmaße mittlerweile gekriegt. Unsere Basis. Und so weiter hatte ich ja die neu gespawnt erst, ein bisschen gebaut. Steht natürlich noch der andere Urheber drin, weil das Ganze nämlich mal eine Erweiterungsbau von mir war, vom alten Spielstand, und zwar war, das zeige ich euch jetzt nochmal. Falls ihr euch wundert, die Bunkerbase hier. War eigentlich mal ursprünglich aus dem Workshop das Stück. Und die habe ich dann im alten Spielstand ja in den Berg rein erweitert. Da kommt das Ding dazu dann. Dann kommt noch das Türmchen dazu. Deswegen ist ja noch der alte Urheber drin, weil das Original. Okay, Originalbauteil. Das war die Originalbase. Der Bunker oder der Flakbunker war das Original. Und ich habe dann quasi, weil ich eigentlich zu faul war, eine neue Base zu generieren, habe ich das gleich mit angebunden. Ja, und das ist natürlich eine größere genommen. Und da ich ungern die Originalen unterschreibe, also überschreibe, habe ich natürlich einen neuen Namen, ein neues Blueprint gespeichert. Deswegen kommt die auch nicht in den Workshop, weil das ja eine Original, das Original ja eine ganz andere Base ist. Und alles, was nicht von mir ist, bloß abgeändert wird und modifiziert wird, kommt nicht in den Workshop. Weil es ja auf meinem Mist gewachsen ist quasi. Nur die ich hundertprozentig eigen kreiere, Basenschiffe, die kommen auch in den Workshop. Es sei denn, der Entwickler sagt es eh, cool hier, modifiziere mal oder hast du geil modifiziert was, dann ist es was anderes. Aber ansonsten mache ich das ungern, weil ich mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücke, sozusagen. Ich fand halt die Kunde von dann diesen Bunker da gut. Passte auch gut ins Let's Play rein dort an den Berg, und da habe ich die Base eigentlich nur erweitert. Also ein Stückchen davon ist nicht auf mein Mist gewachsen, nur das, was hier reingebaut wurde. Deswegen wird es da keinen Workshop Inhalt vergeben. Es sei denn, ich reise das nochmal weg in den Kreativmodus, dass ich die
das Ding nochmal komplett wegreiße, dann die Base ohne dieses Workshop-Teil mit einsetze. Das wäre vielleicht nur eine Überlegung, aber ob das den Aufwand dann lohnt, ist die andere Geschichte. Ja, jetzt habe ich natürlich hier Hunger im Spiel. Ja, aber liebe Leute, das soll es dann auch schon mit der Folge gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ja, mal schauen, was wir da einstellen. Tschüssi.